Hallo liebe Gartenfreunde und willkommen bei Gärtnern leicht gemacht. Hier ist wieder der Toni, euer Landschaftsgärtner, und im heutigen Video möchte ich gemeinsam mit euch diesen Ligusterstrauch wieder ordentlich schneiden. Ich möchte einen Verjüngungsschnitt durchführen, denn jetzt im Ende Februar ist nochmal ordentlich Zeit, an die Sträucher ranzugehen, die Sträucher zu verjüngen, auszuschneiden, bevor die Vögel brüten. Wenn euch das jetzt interessiert, bleibt gerne dran, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert gerne den Kanal, verpasst ihr auch in Zukunft keines meiner Videos, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ja, ein paar allgemeine Informationen. Wir haben hier Ligustrum vulgare, zu deutsch den gewöhnlichen Liguster. Es handelt sich hierbei um ein schönes Vogelnährgehölz. Vogelnährgehölze sind quasi Sträucher oder Pflanzen, die, der Name sagt schon, den Vögeln als Nahrung dienen, und der Strauch wird im Allgemeinen, sagen wir, so 3 bis 4 Meter hoch. Er wird oft verwendet in den Gärten als Hecken gepflanzt, natürlich als Kastenform geschnitten mit der Heckenschere, aber ich finde es immer sehr schön, wenn man den Liguster in der natürlichen Form belässt. Also so, wie er in der Natur auch wachsen würde, ihn so zu schneiden, bevorzuge ich sehr. Kurz noch wichtig, der Liguster oder allgemein Liguster sind halt Giftpflanzen. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, im Garten aufgepasst. Für die Vögel ungefährlich, aber für uns Menschen, wir sollten die schwarzen Beeren nicht unbedingt essen, die der Liguster bekommt. So, ich zeige euch jetzt noch mal kurz von Namen. Also wir haben hier natürlich die schwarzen Beeren, die den Vögeln als Nahrung dienen, des Ligusters. Für uns Menschen natürlich nicht schmackhaft und natürlich auch giftig. Ja, im Liguster ist es so, wie bei dem Haselnussstrauch auch, oder bei der Versüze, es handelt sich hier um einen horstartig wachsenden Strauch. Das heißt also, dieser Strauch wächst von der Basis unten heraus. Und wir werden jetzt einen Verjüngungsschnitt durchführen. Wir sehen schon hier sehr viele Triebe, also Jungtriebe, die sich hier aus der Pflanze, aus der Basis unten herausschieben. Und mir ist es jetzt wichtig, die alten, dicken Triebe herauszunehmen. Also wie bei der Versüze auch oder bei dem Haselnussstrauch. Wenn euch das mal interessiert, wie man Haselnussstrauch richtig schneiden kann oder auch die Versüze, klickt gerne mal in die Videos. Die Links dazu blende ich euch gerade ein. Als nächstes werde ich, wie gesagt, erstmal die alten dicken Triebe aus der Pflanze herausschneiden. Zum Sägen oder zum Rausschneiden werde ich jetzt diesmal meinen Akkugehölzschneider verwenden. Wenn euch das Gerät interessiert, wenn ich euch das Gerät mal vorstellen soll, dann lasst mich es gerne wissen, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, ansonsten könnt ihr wie gewohnt halt so eine Handgarten- oder Astsäge nehmen oder halt eine Astschere, wenn dementsprechend wie stark eure Triebe sind. Also wie gesagt, ich fange jetzt mal an. Den großen dicken Trieb hier rauszunehmen, der stört mich nämlich hier schon im Ganzen. Natürlich versuchen wir beim Herausnehmen der dicken Triebe die Jungtriebe versuche zu erhalten. Hey. Ja, das ging jetzt noch mal ganz gut mit der Kamera. Fast wäre der Ast hier auf die Kamera gefallen. Das wäre natürlich nicht so optimal. Aber ja, mit so einem Akkugehölzschneider geht das Ganze natürlich spielend leicht. Man hat keinen großen Kraftaufwand, also kann ich sehr empfehlen. Genauso wie meine Akkuastschere. Klickt da ebenfalls gerne mal in das Video, wenn euch das interessiert. Wenn da natürlich Totholz oder altes, karges Holz drin ist in der Pflanze, wird das ebenfalls herausgeschnitten. Ja, und ihr seht, mit ein paar wenigen Schnitten von den großen Trieben zu entfernen, sieht die Pflanze doch gleich ganz anders aus. Sie ist wieder kompakter, sie ist kleiner geworden, und die Jungtriebe, die jetzt hier unten aus der Basis heraustreiben, bekommen automatisch mehr Licht, können somit besser durchtreiben. Als nächstes kommt noch der Feinschliff. Ich werde jetzt noch ein paar Äste, die hier so rumhängen, herausschneiden, zurückschneiden, denn beim nächsten Sturm oder beim nächsten Regenguss hängen die sonst unnötig am Boden und es sieht dann nicht sonderlich schön aus. Ja,
Ja, und wie ihr sehen könnt, mit ein paar geübten, einfachen Schnitten durch das Herausnehmen des alten Holzes haben wir die Pflanze wieder kompakter gemacht, schöner gemacht. Jetzt kann sie im Frühjahr von unten aus der Basis neu durchtreiben, kann sich neu verzweigen und kann somit eine neue Form, einen neuen Habitus aufbauen. Ja, ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Ich hoffe, ich konnte euch einen Tipp geben, wie ihr in Zukunft alt gewordene, unschöne Liguster wieder schön schneiden könnt. Ihr wisst ja meine Devise, mit einem schönen Verjüngungsschnitt in der Herbstzeit oder bis zum Frühjahr, also Ende Oktober bis Ende Februar, kann man solche Schnitte durchführen. Klickt gerne mal durch meine anderen Videos, wie gesagt, Hibiskus schneiden, Forsythe schneiden oder auch einen Haselnussstrauch oder eine Hortense schneiden, klickt euch gerne mal durch meinen Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mich es gerne wissen. Ihr könnt auch gerne meine WhatsApp-Gruppe beitreten. Den QR-Code blende ich euch gerade ein. Einfach Code abscannen, könnt ihr jederzeit eure privaten gärtnerischen Fragen an mich wenden. Und wie gesagt, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder bei Gärtnern leicht gemacht. Macht's bis dahin gut. Ciao, bis dann.